So, dann schauen wir doch mal. Many Coins Banküberfall. Keine Verbrauchsgegenstände. Verringertes Wiederaufladetempo. Keine Reittierkräfte. Sehr schön. Ich habe mit Heiler nicht so viel zu tun. Das kommt dem gerade sehr gut, denn wir müssen das Ganze ja mit 5 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten rückwärts spielen. Oh mein Gott. Ah, da seid ihr ja. Wir wurden damit beauftragt, diesen Tresor vor den Center Rim zu schützen. Das sollte ein Kinderspiel werden. Das wird es. Cutter braucht doch nur mit seinem Cleary tanken. Wieso? Tanks sind überschätzt. Könnt für den Fall, dass er euch in Brand setzt oder etwas mit euren Fingern anstellt. Solltet ihr ein Bein verlieren, dann haben wir noch ein paar Alte im Hauptquartier, die wir an euch dran. Wichtig ist die Person, die da jetzt kommt. Die ist wichtig. Diese dort. Also gut, wir haben hier zwei Aufgaben. Erstens dürfen wir nicht zulassen, dass die Center Rim an den Tresor kommen. Und zweitens, wir müssen dabei eine gute Figur machen. Portale? Bei Bahamuts schimmernden Schuppen. Jetzt sind wir geliefert. Praktikanten, beschützt den Tresor! Das machen wir, Jim, das machen wir. Nö, das habe jetzt erstmal eine Pause eingelegt. Mit Neverwinter fangen nächsten Monat vielleicht wieder an zu spielen. Ist ja auch nicht schlecht, einfach mal eine Pause einlegen. Ich habe ja auch mal nach Modul. Oh mein Gott, Möhrchen, stirbt doch nicht. Stirbt nicht vor mir. Ich habe ja auch nach Modul 6 hatte ich ja auch mal eine Pause eingelegt für ein Jahr oder sowas, weil ich einfach. Oh mein Gott, bewegen ist aber unangenehm. Sie haben Rostmonster für den Tresor dabei. Oh Gott. Und Tresore sind aus Metall. Versteht ihr? Das ist fast schon gut. Nun wird es brenzlig. Vielleicht können wir sie mit den explosiven Runen vom Tresor fernhalten. Nur so eine Idee. Und wer weiß, ob dann nicht gerade die Zeit jetzt ganz gut ist für eine Pause bis. Zauberstab? Kein Wunder, es ist ja immerhin auch der Zauberstab der Wunder. Dieses Ding wird die ganze Arbeit erledigen. Wir können uns zurücklehnen. Wir können uns zurücklehnen. Zeit für Wunder. Blau. Bis der neue Executive Producer und so ihre neuen Ideen oder ihre. Den halt einfach umsetzen jetzt konnte. Kommt was ganz Besonderes. Watcha! Schmetterlinge! Sagt mir bitte, dass ihr auch diese ganzen Schmetterlinge hier seht. Ja, sehe ich. Hilfe, diese Vertonung. Was meinst du, Sumin? Welche Vertonung? Von welcher Vertonung redest du? Hört ihr mich eigentlich? Yika, da läuft man durch die Enclave und sieht einen bekannten Kleriker im Chat und denkt sich nur, stimmt, Samstagabend. Genau, Samstagabend. Die gute Samstagabendunterhaltung. Hier im Ersten. Ich wette, so etwas seht ihr jetzt zum ersten Mal. Also ich finde gerade Jim hat die beste Vertonung überhaupt. Also immer, von allem, von sowieso. Hütet euch, diese Hühner haben ein dunkles Geheimnis. Zeit für Wunder. Info bei Reaper Manicorn braucht man Tank, sonst nehmen die Rostmonster einen auseinander. Wenn wir jetzt ja sehen, Sven. Wenn wir jetzt ja sehen, wie gut wir wirklich ohne Tank zurechtkommen und ob wir nicht dich eines Besseren belehren. Phase 1 auf Gold schon mal geschafft? Gerade zwei Verzauberungen auf Rang 5. Oh, Glückwunsch! Glückwunsch! Ich habe auch noch nicht alle auf Rang 5. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei so einem großen Kampf gibt es nichts Wichtigeres als die regelmäßige Flüssigkeitszufuhr. Ich kann halt nicht ausweichen, ne? Das ist jetzt mein Problem. Eins. Möche, nicht rumliegen. Oh Gott, oh Gott. Katafi, nicht rumliegen. Ich sehe halt nicht, wo die Heilung ist, gerade auf meinen Tasten. Ah! Es wird aber Zeit für Wunder. Oh, Edelsteine. Au, au, au. Ich bin klein. Klein, klein, klein. Oh, diese Flächen, diese Zonen, diese Damage-Zone, ne? Diese. Oh mein Gott. Selina, auf dem mitspielen.
Und tot. Schiff 2, danke. Ich habe schon genug gesehen, große Gruppen mit 60k. Oh, welche Taste? Eine normalen Variante gescheitert. Ach, man scheitert doch nicht. Der nächste Zauber wird richtig gut. Das spüre ich. Man kann hier ja so oft rein, wie man möchte. Man stirbt ja nicht permanent. Das ist sehr schön. Nein, das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Au, au, au. Licht auf Lila gezogen. Glückwunsch. Oh mein Gott. Oh, meine Seelengeschmiedete hat warum auch immer nicht ausgelöst. Einmal die 3. Dankeschön und Zeit für Wunder. Wenn ihr euch nicht zurückverwandelt, behalte ich euch als meinen Vertrauten. Zu viel Krizzels. Bei Katastoden sage ich nichts, er spielt mit umgedrehter Tastatur. Genau, ich kann halt nicht ausweichen. Das ist mein Problem. Ich kann halt nicht ausweichen. Wenn dieser Zauberstab nur dieses Huhn-Ding machen würde, wäre er fantastisch. Bock! Müssen doch nur noch zwei von den. Der Tresor weist leichte Beschädigungen auf, aber das ist kein Grund zur Panik. Immerhin ist es ja ein Tresor. Genau. So. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die nicht zu schnell das hier kaputt machen. Oh, hier sind viel zu viele Gegner. Nicht alle auf einer Seite beschäftigen, Leute. Nicht alle auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist Panik-Action hier. Oh mein Gott. Zeit für Wunder. Den Licht auch gezogen vor 3 Wochen oder so. Der ist gut, der Licht. Der sieht richtig gut aus. Aber das oben der Verzweiflung sieht noch besser aus. Gucken wir uns auch gleich mal an. Aber wenn wir schon mal ein Portal weg, das ist schon mal gut. Dann ist schon mal ein bisschen weniger hier los. Wir haben auch nicht mehr so viel Lebensenergie. Wo kommen denn nur all diese Sphären her? Da geht die nächste Sphäre, das ist auch sehr gut. Gar nicht auf die Uhr geguckt, wann die 10 Minuten vorbei sind. Ach, ich mache jetzt einfach Manicoins. Wir können ja gucken. Manicoins ist jetzt 8 Minuten. Na, die Atmosphäre wird langsam unangenehm. Findet ihr nicht auch? Lauf, Selina! Lauf! Sehr gut. Guck mal. Lurker geschafft. Gar kein Problem. Sven, gar kein Problem. Und das Ganze ohne Tank. Können und Skill. Zeit für Wunder. Oh. Das sind die besten Situationen durch Können und Skill. Bumm, tot. Permatot. Ach, wie schön. Sieht aus wie Ghost Rider für Arme. Also, so wie der Ghost Rider mit Nicolas Cage. Ja, ja, sind alle 5000 Mal gestorben, läuft super. Wir können so oft sterben, wie wir wollen.
Wieso habe ich Möchen nicht geheilt? Au, au, au. Oh, in Zonen stehen bleiben müssen ist halt echt ungeil. Weißt du, so lernt man auch mal, warum es super wichtig ist, ausweichen. Also auszuweichen. Indem man es einfach mal nicht machen kann. Zeit für Wunder. Oh, Edelsteine. Das schwarze Einhorn. Ja, ich hab gesehen. Das habe ich gesehen. Sebastian, das ist ja das neue unheilige Einhorn oder wie das heißt, das von Rastam korrumpiert wurde, um den Tajanern eigentlich zu helfen und sich dann gegen die Tajaner gestellt hat. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, finde ich, von dem Gefährten, Reittier. Und wieder Instant Permatod. Zum Glück haben sie wenigstens das gefixt, dass man mit dem Seelenschild nur 5-mal sterben kann und nicht 21 Mal, wie manchmal. Einmal sterben ist okay, wenn man 368 Mal gestorben ist, ist es in Elden Ring. Das ist hier offensichtlich Elden Ring. Oh Gott, da vorne ist aber einiges tot. Was passiert eigentlich, wenn man das nicht, innerhalb der Zeit schafft? Passiert dann irgendwas? Hat man denn verloren? Kann man hier verlieren dabei? Gar nichts. Ja, guck mal, deswegen, dann ist es doch völlig wurscht. Man weiß ich nicht, warum hier die Grüße alles so jammert. Zeit für Wunder! Ich habe den Gegner mal markiert. Game over. Ich glaube nicht, dass man hier Game over denn geht. Oh Gott, das ist ein paar Zonen zu viel. Vor allen Dingen ist es ja wirklich egal, da die, ja die Belohnung so in diesem Dungeon sowieso Schrott ist, sagen wir mal ganz ehrlich. Und auch überhaupt gar nicht mit den Qualitätsstufen des Erfolges oder des Abschlusses zusammenhängt. Also ob du nun Gold, Bronze oder Silber hier hast oder gar nichts, macht ja keinen Unterschied in der Belohnung. Also nur eine Frage der Zeit und da gibt es ja einige, die da sehr darauf achten, dass sie möglichst nicht länger benötigen, als sie in ihrem Kopf als nötig empfinden. Und dann sauer sind, wenn sie länger brauchen als die von ihnen im Kopf auserkorene Zeit. Hey, in dem Dungeon gibt es einen Fisch im Glas. Das stimmt, aber den hat man ja meistens schon, den Fisch im Glas. Zeit für Wunder! Ach, Ausweichen wird überschätzt. Aua. Da fällt mir ein Seelenschild. Dass man nicht ausweichen muss. Okay. Pff. Ja, lieber. Ich habe auch niemanden markiert, ne? Auch wieder.
Ja, schlaust mal einer hier. Zeit für Wunder. Oh, Kata, nicht sterben, du bist doch der Heiler. Ja. Wichtig ist, dass der Tank lebt, Zora. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Der Tank muss überleben. Sebastian, schöne Grüße von der Lunda. Danke, schöne Grüße zurück. Es mag sein, dass ich schlecht zählen kann, aber aua, wo ist Chrysalis? Zeit für Wunder. Ah, da ist Chrysalis. Wenn Tank stirbt, muss halt der stärkste Damage-Dealer mal tanken. So einfach ist das. Genau! So sehe ich das auch. Fange raus. So sehe ich das auch. Ich drück mal die 2. Ich drück sie vielleicht doch nicht. Jetzt mal die 2. Mit einem F. Das ist kein F, das war ein R. Jetzt hör doch mal auf, mich anzugreifen. Wenn das so einfach wäre, bräuchte man keine Tanks. Wir brauchen auch keinen Tank. Also ich sehe immer noch keinen Grund, weswegen wir einen Tank brauchen. Wir kommen ja auch ohne Tank durch. Tanks werden überschätzt. Meine Güte, jetzt ist aber mal genug hier, Leute. Also jetzt hört mal bitte auf, mich hier zu nerven. Das ist jetzt auch unhöflich irgendwann. Ja, finde ich jetzt mal. Zeit für Wunder. Ich bin unsichtbar und tot. Das ist die besondere Sorte von unsichtbar. Tot sein. Das ist eine gute Idee. Ihn weglocken. Von seinen Spawn-Freunden da hinten. Kann man ihn weglocken von seinen Spawn-Freunden? Wenn der Tank stirbt, ist der Heiler Tank auch. Ist ja der höchste Damage-Dealer, ganz logisch. Au. Siehst du, gar kein Problem. Nur gut, dass wir den Zauberstab der Wunder hatten. Und nicht einfach nur den Stab, sondern auch einen mächtigen und berühmten Zauberer, der ihn einzusetzen weiß. Genau. Und jetzt gucken wir mal noch, ob wir einen fantastischen Fisch bekommen können. Ich glaube, es lohnt sich hier nicht zu würfeln. Ich glaube, das sind verschwendete Neuauswürfungsmarken, die ich hier gerade mache. Ist egal, ich nehme das. So. Genau, Möhrchen. Niemand braucht Tanks. Vor allem nicht bei sowas Leichtem wie Manicoins Banküberfall mit 40.000 Gearscore. Keine Verbrauchsgegenstände verringert. Das wird laufen an der Burg. Keine Reittiere. Eine lila Insignie. Glückwunsch. Glückwunsch, Selina.
Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!